Amt als Präsident der SVP Kanton Bern ist natürlich sehr zeitintensiv. Der Kanton ist gross, unsere Partei ist auch entsprechend gross und es braucht viel Engagement. Selbstverständlich muss man sich da neu organisieren, muss auch Prioritäten können setzen. Als selbstständiger Anwalt habe ich auch die Chance, dass ich das selbstständig organisieren kann und entsprechend ist das relativ leicht gefallen. Ich kann mich damit voll engagieren und es macht wirklich Spass, weil unsere Partei breit aufgestellt ist mit viel motivierten Leuten in allen Regionen. Die SVP Kanton Bern als grösste Kantonalpartei der Schweiz überhaupt ist gut und breit aufgestellt. Wir haben sehr viele aktive Sektionen, aber auch Wahlkreise, Wahlkreisverbände, die sich sehr stark engagieren. Ich durfte schon mehrere Sektionen besuchen, zum Beispiel bei Gemeindewahlen, aber auch für die Vorbereitung der kantonalen Wahlen. Und das hat mir aufgezeigt, dass unsere Strukturen nach wie vor stark sind, gut funktionieren. Es braucht aber immer wieder neue Leute, engagierte Leute für Vorstände, für Wahlkreise, Ausschüsse bei den Wahlen und so weiter zu setzen. Und das ist eine Dauerarbeit. Und da ist der Präsident natürlich auch gefordert, die Leute entsprechend zu motivieren und zu begleiten, dort, wo die Kantonalpartei mithelfen kann. Aber es funktioniert gut. Wir können immer noch alles verbessern und da sind wir permanent dran. Meine Ziel für die Berner SVP ist, unseren Wähleranteil bei den Wahlen 2022 zu steigern. Einerseits eine bürgerliche Mehrheit in der Regierung können zu erhalten, mit der Zusammenarbeit bei allen bürgerlichen Parteien und dass unsere Partei wirklich als die bürgerliche, breite Kraft im Kanton sich nach wie vor etablieren und ausbauen. Es ist sehr wichtig, dass als Volkspartei die SVP auch den Weg aufzeigt in die Zukunft mit allen Herausforderungen, die wir haben. Wir wollen nach wie vor Sicherheit, wir wollen nach wie vor tiefe Steuern und Abgaben, wir wollen aber auch eine gute Zukunft in den Energie- und Klimafragen. Dort haben wir als SVP auch sehr solide und konkrete Vorschläge.